Speaker ist bestimmt ganz vielen von euch schon bekannt. Hoffentlich auf die gute Weise, im Zweifel wegen zu viel Bass, aber eher auf die schlechte Weise in der Vergangenheit. Unser Honkhase hat in den letzten Jahrzehnten die Sicherheit dieser Veranstaltungen durchgeführt und nach einer Kollision mit einer MiG-23S, die er überlebt hat, und die MiG-23 ist nicht mehr flugfähig, hat er sich entschieden, zu größerem fortzuschreiten. Und zwar will er sich jetzt um die Sicherheit hier im Land unserer Infrastruktur kümmern. Hier ist für euch Honkhase mit dem Vortrag zu Defensive statt Offensive am Beispiel von Kritis oder auch Ethik rekalibrieren. Einen großen Applaus! Oh, Namen zusammen. Nach der Ankündigung brauche ich auch nichts mehr über mich zu sagen, da ist schon alles gesagt. Ja, ich möchte mit euch über Defensive statt Offensive sprechen, am Beispiel von Kritis, und dabei auch ein bisschen die Ethik rekalibrieren, die man immer nur für sich selbst rekalibrieren kann. Ich habe in den letzten Jahren relativ viel Zeit damit verbracht, das zu diskutieren, auch nicht nur am Beispiel von Kritis, sondern auch Defensive statt Offensive. Und da möchte ich euch einen kleinen Auszug zeigen, was da alles so geht und warum das aus unserer Sicht vielleicht eher so doofe Ohren hat. Ich habe Kritis im Endstadium, insofern beteilige ich mich an diesen ganzen Dingen ziemlich lang und ziemlich intensiv. Das ist schon echt schwer. Und dann stellt sich eben die Frage, warum eigentlich defensiv statt offensiv? Wir brauchen Schutz, wir müssen uns verteidigen, wir müssen angreifen können und so weiter. Aber bevor ich dazu komme, was sind eigentlich kritische Infrastrukturen? Eine Gesellschaft, die funktioniert nicht ohne Strom, Trinkwasser, Ernährung, ja, auch mit Banken, ohne geht's nicht. All diese Sektoren sind eben unverzichtbare Grundlage für eine Gesellschaft, für ein Funktionieren miteinander. Und das ist eben definiert worden als kritische Infrastruktur. Und diese kritischen Infrastrukturen sind eben das Herzstück einer Gesellschaft. Die kritischen Infrastrukturen sind in Deutschland zumindest als der NIS-Richtlinie aus der EU eben definiert worden in 9 verschiedenen Sektoren. 7 davon sind in der BSI-Kritis-Verordnung definiert und 2 Stück, die seht ihr, sind ein bisschen heller, Medien und Kultur, Staat und Verwaltung. Bei den beiden ist es so, dass es eben in einem sogenannten UP-Kritis beim Bund selber reguliert wird. Das ist eben in der Regel nicht so privat, sondern eher reguliert, landesweit reguliert, nicht bundesweit. Da gibt es also ein paar Spezialitäten. In den anderen Sektoren ist es eben so, dass, oder grundsätzlich in allen 9, aber in den 7, die eben auch in der BSI-Kritis-Verordnung definiert sind, ist es so, ab 500.000 Menschen, die betroffen sind oder betroffen sein könnten von dieser kritischen Infrastruktur, ist es eben so, dass ein Versorgungsengpass durchaus eine Großschadenslage in Deutschland bedeuten könnte. Heißt also, ein Versorgungsengpass würde ein Problem darstellen für die Gesamtbevölkerung. Das heißt, man möchte Sicherheit für diese IT-Komponenten implementieren oder eben auch gesetzlich reguliert vorschreiben. Und eben dafür sorgen, dass der Schutz der Bevölkerung gewährleistet ist, dass sie eben Strom nutzen können, dass sie Trinkwasser haben, dass sie genauso wie hier auf dem Camp das Abwasser auch entsorgt bekommen. Ja, ansonsten ist das ziemlich scheiße. Dieser Schutz der Bevölkerung, das ist das Primärziel und deswegen geht es nicht um den Betreiber. Der Betreiber ist sozusagen Sekundärziel. Ja, es geht wirklich um uns als Bevölkerung. Das Problem ist nur, und deswegen greife ich vor, warum defensive statt offensive. Diese kritischen Infrastrukturen benutzen in der Regel dieselben SCADA-Komponenten, dieselben PLC-Leitrechner, die haben dieselben Steuersysteme am Start. Die OT ist also ungefähr überall dieselbe, mehr oder weniger. Es gibt bekannte Hersteller und die werden eben weltweit eingesetzt. Heißt, diese Dinger vernetzen sich immer mehr mit dem Internet und wollen quatschen, also miteinander. Dann kommen irgendwelche Sales-Drohnen und sagen, mach das übers Internet dran, dann ist das schick. Und so haben wir eben, naja, die eine oder andere Situation, dass immer mehr von dem Zeug angeschlossen ist oder eben nicht sauber getrennt ist anhand von Office-Netzwerk separat, OT-Produktionsnetzwerk separat. Und dann hast du eben nicht so einen dämlichen Ransomware-Trojaner über eine E-Mail, die dich da irgendwie angreift.
auch über den Staat, der O-Days beispielsweise zurückhält und für kritische Infrastrukturen gegebenenfalls vorsieht, wenn der Feind dann irgendwie bedroht werden muss und man irgendwie zum Letzten greifen muss, würde in letzter Konsequenz also auch kritische Infrastrukturen bedrohen, die auch bei uns läuft, und damit ist es ein Risiko für uns als Bevölkerung. Da artet man so ein bisschen Richtung Prepper aus, wenn man sich da so eine Weile das auf der Zunge zergehen lässt. Der Punkt ist halt, Cyberabwehr defensiv funktioniert in der Form, dass man kritische Infrastrukturen schützt. Cyberabwehr in der Form von Hackback oder offensiv geht eher in die Richtung, dass man kritische Infrastrukturen bedrohen will und eine Outage provozieren will. Und das bedeutet in letzter Konsequenz, den ersten Punkt, den ich auf den Folien habe, Schutz der Bevölkerung soll ja eben genau unterwandert werden. Im Idealfall natürlich vom Feind, aber das heißt ja noch lange nicht, dass dieselbe Komponente bei uns nicht abgegriffen wird. Und dazu haben sich beispielsweise in Deutschland die Überlegungen so gemacht: Für den Cyberwar und das Hackback gibt es in Deutschland halt das Kommando Cyber- und Informationsraum oder im militärischen KDOZIR. Die haben einen Bereich Zentrum Cyberoperationen und deren Kernauftrag ist Offensiv. Das ist also wirklich der Angriffstrupp, der ein Hackback sozusagen durchführen würde und auch den Wirkeinsatz steuert. Ein Wirkeinsatz ist immer das, was eben wirklich zu einem Schaden führt. Also wenn ich einen kinetischen Wirkeinsatz habe, dann benutze ich herkömmliche Waffen. Atomarer Wirkeinsatz ist dann eben entsprechend der atomare Angriff, den wir inzwischen halt hoffentlich nicht mehr haben. Und die Verkettung der ganzen Cybervernetzung führt eben unter anderem im militärischen Sprachgebrauch zu einer sogenannten Cyberwirkkette. So richtig schönes Amtsdeutsch, können wir ganz gut. Und man sieht beispielsweise bei dem internen Verbandsabzeichen vom ZCO, dass sie eine rote Tastatur haben. Das kennen wir ja auch von unserem CCC-Kongress. Aber eben auch ein Schwert darüber. Das bedeutet also im Endeffekt, schlagen sie auch durch. Und das ist auch genau das Ziel dieser Konfiguration, Installation. Es sind Stand heute, nach meinem Kenntnisstand, ungefähr 100 Mann in der ZCO tätig. Das heißt, diese 100 Mann machen den ganzen Tag nichts anderes als, sie nennen es unter anderem auch Red Teaming. Das ist also das Trainieren an der Produktionsumgebung, an produktionsnahen, echten Komponenten und wollen damit natürlich die Cybersicherheit fördern. Aber im Endeffekt ist es ein dauerhaftes Training, um wirklich einen Staat anzugreifen, kritische Infrastrukturen im Staat anzugreifen und eben auch eine Outage zu provozieren und damit eben auch dieses Schadensausmaß in Kauf zu nehmen. Warum das noch nicht so krass in Deutschland ist, die Amerikaner sind da schon sehr weit, die Israelis auch. Insgesamt gibt es so um die 100 Länder, sagt man, die auch durchaus O-Days oder digitale Cyberwaffen im Portfolio haben. In Deutschland ist es so, wir haben halt so einen rechtlich-organisatorischen Rahmen, der die Historie berücksichtigt und so bestimmte Trennungen forciert hat, die es in anderen Ländern eher nicht so gibt. Wir hatten also zwei Situationen, die sind ein bisschen sehr weltweit ausgeartet und daraus hat man gelernt, wenigstens in Deutschland. Die Besatzermächte haben da nichts draus mitgenommen. Diese Trennung gibt es also beispielsweise nicht in Russland oder in den USA. Die machen sowas einfach. Wir haben eher die Frage, wie geht man mit Hackback um? Wie geht man mit aktiver Cyberabwehr, also dem Rückschießen um? Das ist schon seit Jahren bei uns in der Bundesregierung in der Diskussion. Es kommen immer wieder kleine Anfragen der Opposition, so wie, was können wir tun? Wie sieht's aus? Wie ist der Stand? Was sagt das Völkerrecht, das Grundrecht? Heißt das, ja, Völkerrecht, Grundrecht, schwierig. Wir arbeiten noch dran und analysieren das. Im Endeffekt stehen Sie vor diesen zwei Hürden. Sie müssten das Grundrecht ändern, um digitale Cyberwaffen einsetzen zu können, außerhalb einer militärischen Situation, einem konkreten Auftrag. Und es eben auch innerhalb Deutschlands einsetzen zu können im Worst Case. Diese ganze Diskussion ist, wie gesagt, ziemlich lange am Laufen.
Parallel gibt es auch so eine Anfrage, das ist die Drucksache, die ich hier auf den Folien habe. Die Bundesregierung hat in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage eben gesagt, naja, wir gehen davon aus, digitale Cyberwaffen, sie nennen es Schadsoftware, auf kritischen Infrastrukturen in Deutschland ist auf jeden Fall vorhanden. Wir sind da relativ realistisch und machen wir uns nichts vor. Die Deutschen sind auf jeden Fall auch in der Aufklärung im Ausland tätig und haben das eben entsprechend. Das heißt, dieser Punkt ist eigentlich schon so beantwortet. Der zweite Punkt, den Sie beantwortet haben, ist Kauf und Entwicklung von digitalen Cyberwaffen durch die Bundesregierung hat man sozusagen explizit nicht verneint. Naja, da könnt ihr euch draus denken, was gerade akut ist. Nur deren Einsatz wollen wir noch nicht so richtig umsetzen. Das ist eben das Problem, dass das Völkerrecht und das Grundgesetz eben das nicht zulässt. Aber diese ganze Aufklärung oder auch diesen Kauf und die Entwicklung der ODAs, das ist eben ein Punkt, der schon lange angegangen wird, der auch teilweise mit Geldern und Budgets freigegeben wird. Und die Budgets und Gelder sind in Deutschland, naja, man sagt immer, die sind lächerlich im Vergleich zu Amerika, die da viele Milliarden drauf werfen. Wir kommen mit unseren paar Millionchen. Aber nur um mal eine kleine Vorstellung zu kriegen, das ist ja alles eigentlich schon relativ durchgelutscht seit vielen Jahren. Die Preisliste für digitale Cyberwaffen, wenn du jetzt hier so ein iOS von Apple hast, kann man als Researcher 4 Millionen Dollar dafür kriegen, wenn das Ding ein Remote Code Execution darstellt und man eben selber nicht mehr rumklicken muss. Dementsprechend sind die Dinge für PLC-Steuersysteme, für SCADA-Systeme, für IoT, haben dann ähnliche Preise. Das wird halt unter der Hand gehandelt. Aber eben die Staaten können die auch aufkaufen und das tun sie auch. Ja, beispielsweise Dark Matter, die das für die Arabischen Emirate gekauft haben, die NSA und so, sind gute Kunden von solchen Anbietern. Das ist der Einkaufspreis, für den man das vom Researcher kauft und der Verkaufspreis ist entsprechend höher an den Staat, der es kauft. Vorhin habe ich erwähnt, ungefähr 100 Staaten haben auf Halde. Man kann sagen, dass die durchaus vierstellige Anzahl bei Amerikanern, Israelis, Deutschen, bei den Briten oder so vorhaben. Das heißt, wir reden davon, dass ziemlich viele ODAs in den ganzen Kellern reifen und eben nicht gemeldet werden. Ja, wie leben wir das in Deutschland? In der Regel leben wir das so, dass wir eine wissenschaftsfeindliche Sicherheitspolitik haben. Nur weil es wahr ist, heißt das noch lange nicht, dass die Politik das wahrhaben will und umsetzt, wenn die eigene Agenda eine andere ist. Das ist ähnlich wie bei der Klimapolitik, die wir gerade haben. Die Fakten sprechen für sich, die Wissenschaftler sagen klar, was Sache ist und in der Politik wird immer noch rumgepupt. Dasselbe ist so diese Methodik, die sie bei der Sicherheitspolitik anwenden. Das bringt aber eher nicht mehr Security, sondern eher so mehr Cyber-UN-Sicherheit. Sie haben die Vorstellung, dass die UN damit besser wird oder die NATO oder die Welt. Aber das ist halt hanebüchener Unsinn, der ist auch schon mehrfach widerlegt. Aber das heißt noch lange nicht, dass Politiker zuhören. Ja, wenn die nicht zuhören, dann können sie ja ihre Wünsche äußern, wie sie wollen. Wir theoretisch auch. Ich habe mit vielen Leuten in den letzten Monaten geredet und habe gedacht, jo, wenn die Wünsche dir was haben, können wir das auch. Keine Ahnung, ob man mich abgehört hat, aber Seehoferlein hat ja diverse Wünsch dir was auch dieses Jahr an den Start gebracht. Und das ist, dieses Jahr ist das Spooky-Jahr des Wir wollen alles. Um nochmal auf diese ODAs, auf die digitalen Cyberwaffen zurückzukommen, ist es so, also unterschätzt diese Marktpreise nicht und unterschätzt auch nicht, wie Staaten diesen Markt anfeuern. Das ist schon ziemlich krass. Und auch wenn man immer erzählt, wir würden sowas niemals tun, unter der Hand oder in nachweislichen Quellenrecherchen, wenn es rausgekommen ist, ist eben doch klar, dass der eine oder andere das für einen Staatstrojaner einsetzt, der eine oder andere für eben genau diesen Hackback, Cyberwar und dann am Ende doch irgendwie das ganze Portfolio versucht abzudecken. Zum Glück sind da auch Stümper dazwischen und dann haben wir eben auch nicht so die Gefahr, aber das ist eine Frage der Zeit und das bringt natürlich irgendwie nichts. So, wenn die sich was wünschen, wünschen wir uns auch was. Was man also wirklich haben will, ist eigentlich diesen legalen Handel von digitalen Waffen irgendwie zu unterbinden. Ich meine, Atomwaffen gehe ich auch nicht auf dem freien Markt handeln oder schreibe Spooky-Mails über einen Secret-Channel und kaufe mir welche. Warum darf man das bei digitalen Waffen so? Da könnte man sicherlich auch nochmal drüber diskutieren.
Und die Beteiligung durch Staaten ist vielleicht auch nicht so prall. Ich rede jetzt nicht explizit für Deutschland, aber Deutschland kann sicherlich diese Themen initiieren und eben auch dafür sorgen, dass diese Thematik einfach in die UN, in die NATO, in die EU eingebracht wird und diese Diskussion einfach dann auch mal geführt wird. Das ist halt ein Punkt, den haben wir hier und den sollten wir auch nutzen. Und das ist unter anderem der Grund, warum ich hier stehe, damit wir einfach mal darüber diskutieren und das auch ein bisschen aktivieren. Was sich das BMI auch so wünscht, ist ein sogenannter Vulnerability Equity Process, dieser VEP, das gibt es schon in den USA. Die sagen halt so, naja, wir als Staat geben im Prinzip fast alle ODAs, die wir so entdecken und Schwachstellen oder die uns gemeldet werden, weiter. Es gibt aber manchmal diesen einen Fall, da könnte das vielleicht so für die Staatssicherheit relevant sein und dann halten wir den also voll so mit diesem Prozess ordentlich definiert zurück. Alle anderen geben wir dann auch wirklich weiter und das ist der Großteil. Das ist alles hanebüchener Dünnschiss. Ich meine, entweder gebe ich die konsequent raus und unterbinde das, gebe das dem Hersteller, der soll es fixen, oder es ist eben nicht gefixt. So, da braucht man nicht rumdiskutieren und auch nicht rumlamentieren. Da braucht man auch keinen Pseudoprozess. Wenn der Staat uns beweisen würde, dass er sagt, ich setze den Prozess auf und er wird parlamentarisch kontrolliert und es wird wirklich nur in den Situationen gemacht, wo auch wirklich in einer rechtsstaatlichen, in einer demokratischen Kontrolle gesagt wird, ja, den einen halten wir wirklich zurück, die anderen geben wir weiter. Wenn das bewiesen wäre, würde ich sagen, alles klar, können wir machen, dann reden wir über einen VEP, dann können wir den auch einführen. Aber bis jetzt haben sie uns doch jedes Mal an der Nase rumgeführt mit solchen Storys. Ja, das BMI hat oft genug Hü gesagt, hat gemacht. Das Vertrauen ist nicht mehr da und dann brauchen Sie sich auch nicht wundern. Wenn wir bei Vertrauen sind, das Mitnahmegeschäft, was man mit so einem VEP eben einführen würde, ist, das BSI hat einen erneuten Zielkonflikt. Sie sagen immer, Sie sind defensiv, aber im Endeffekt sind solche Dinge eben offensiv und nicht defensiv. Das hatten wir beim Staatstrojaner. Sie haben immer gesagt, wir würden da nie. Dann mussten Sie irgendwie die Krypto checken und haben gesagt, wenn das rauskommt, ist das Vertrauen der Bürger weg. Ist natürlich rausgekommen, das Vertrauen der Bürger ist weg. Bei kritischen Infrastrukturen sieht es eher so aus, die müssten ja unter anderem auch nach diesem Paragraph 8b, das ist das Meldegesetzverfahren im BSI-Gesetz, Störungen, IT-Störungen, die außergewöhnlich sind, an das BSI melden. Jetzt ratet mal, was damit passiert. Weil das BSI wird natürlich schön brav und ordentlich das Ganze weitermelden und einen Lageplan machen und Sicherheit irgendwie integrieren. Aber da bleibt noch so dieser Restgeschmack von diesem BMI anhängig und naja, da könnte vielleicht doch der eine zurückgehalten werden und das geben wir mal nicht weiter. Dieses Mitnahmegeschäft würde man sich mit ODAs und mit einem VEP-Prozess eben erneut an die Backe heften. Wir brauchen ein sicheres BSI, wir brauchen ein vertrauliches BSI, kritische Infrastrukturen müssen sich darauf verlassen können und das ist im Moment nicht gegeben. Mit so einem Szenario würden wir das erneut in Frage stellen. Welcher kritische Infrastrukturbetreiber wäre denn so bescheuert, seine kritischen IT-Störungen dann ans BSI zu melden? Das findet doch keiner prall, solange das Setup so ist, wie es im Moment ist. Das heißt, in letzter Konsequenz muss man eigentlich hingehen und sagen, wir haben Atomwaffen, wir haben biologische Waffen, wir haben chemische Waffen, die ächten wir. Wir haben digitale Waffen. Warum ächten wir die nicht, wenn sie uns bedrohen? Und zwar so richtig, und zwar Massenbedrohung. Das ist ja auch im KDOCIR, das kann man offiziell im Internet durch alte Folien irgendwie nachrecherchieren, die sagen offiziell und zeigen in ihrem Ausblick so, das ist im Prinzip wie eine Nuklearwaffe, nur ohne diesen Fallout. Ja, also wenn die schon so weit sind, das war 2016 oder 2017, das so klar zu kommunizieren, dann wissen die genau, was dahinter steht. Aber dann weiß ich auch genau, das ist eine digitale Waffe und die möchte ich genauso ächten wie die anderen Dinge. Das führt halt eben nicht zu mehr Sicherheit für mich als Bürger. Was sich das BSI noch so wünscht, ist zum Beispiel, dass sie diese CNI-Implementierung machen. Sie sind dabei sie wollen Cyberwar führen können, ganz klar, und bauen dazu bis 2021 die Streitkräfte aus.
Das KDO Zirsen ins Leben gerufen worden. 14.500 Mann wurden ins KDO Zir umdisponiert, also innerhalb die Soldaten umgewatschelt. Das sind ja jetzt nicht alles die Ultra-Cracks, die machen natürlich überwiegend Verteidigung oder den eigenen Betrieb, die können ja nicht alles auslagern. Aber es ist eben eine ganz klare Roadmap, dass sie bis dahin die Streitkräfte auch im Cyberraum so aufgestellt haben, dass sie Cyberkrieg führen können oder eben auch einen Hybrid Warfare aktivieren. Also sowohl kinetischen Wirkeinsatz als auch den Cyberwirkeinsatz gemeinsam in Kombination. Ja, für dieses Hackback-Zeugs ist auch durchaus das BND oder der BND geeignet. Warum? Naja, das Militär darf ja aus diesen zwei Gesetzesgründen nicht so wirklich aktiv werden, außer sie haben klaren militärischen Einsatz. Und der ist ja eher selten in Deutschland, zum Glück. Und solange muss man ja irgendwie den theoretischen Feind ausspionieren, man muss wissen, wie die kritischen Infrastrukturen funktionieren, was sie eigentlich tun, wie man sie los wird. Und diese ganze Spionage, das ist so das Hobby von den BND-Menschen, die das mehr oder weniger gut können. Das heißt, vermutlich, das ist jetzt nicht bestätigt, aber das kann durchaus eine gute Kombo sein, dass man eben sagt, no, der BND geht schon mal vor, guckt nach, pullt überall ein bisschen rum, das ist ja auch kein Militär, das ist ja dann auch gar kein militärischer Angriff, dann kann man das auch nicht nach Völkerrecht so definieren. Gut, wenn sie erwischt werden, werden sie halt ausgeladen und dann gibt es Victim Blaming, aber das haben die anderen ja auch. Und dann haben wir so lange Spionage und Aufklärung, bis es eben zu einem militärischen Konflikt kommt und dann kann das Militär durchschlagen. Also so ein Hackback macht man ja nicht irgendwie so, ey, jetzt an die Konsole, wir müssen die irgendwie hacken, das ist ja Humbug, das braucht Monate in der Vorbereitung, weil OT, also diese ganzen IoT oder Industrial IoT Komponenten, ein Transformator, die ganzen Safety PLC Steuersysteme, das ist so uralt geraffelt, das muss man erstmal genau engineeren und rausfinden, wie das funktioniert, was da funktioniert. Teilweise haben die da echt Vorkriegsmodelle im Einsatz, wovon der Hersteller nicht mal mehr existent ist. Der Code ist auch schon verloren gegangen und dieses uralte System läuft halt noch 20 Jahre. Dann geht man eben nicht mit einem Standard-Exploit hin und testet mal, dann muss man das ordentlich ausspionieren. Dafür kann man eben den BND vorher nutzen und nachher dann mit dem Militär nachschlagen, wenn es denn bis zum Extremen kommt. Was sich das BMI noch so vorstellt, ist, wir haben ein Cyberabwehrzentrum, das Cyber-AZ. Und da hatte Onkel Seehofer erzählt, irgendwie, ja, wir können ja ein Cyber-AZ Plus machen. Was ist denn genau das Plus, hieß es dann von der Opposition. Ja, das ist dann so dieses gewisse Extra. Die können dann irgendwie bewerten und entscheiden, ob das dann Cyberwar ist und ein Hackback gerechtfertigt ist und so. Da kommen dann irgendwie alle Infos zusammen. Also wieder das Zusammenführen von Geheimdiensten, Militär, Ermittlungsbehörden und anderen staatlichen Akteuren, was wir eigentlich in Deutschland ja wegen so Situationen nicht dürfen. Und danach, total toll, kommt ein kompetentes Gremium und entscheidet, ob das auch wirklich Sinn macht. Da sind so hochrangige Kompetenzen wie Kanzleramt, Auswärtiges Amt, Verteidigungsministerium und das hochkompetente BMI selber. Und dann machen wir da irgendwie diese Entscheidungsvorlage, entscheiden, ob das ein Hackback ist oder ein Krieg oder nicht ein Krieg. Und dann können wir das total toll definieren. Da sage ich nur, Wirk. Ja? Ich hätte gern, oder das, was wir fordern sollten, ist eine defensive Cybersicherheitsstrategie für Deutschland. Wir haben eine Cybersicherheitsstrategie bekommen 2016. Die hat so 32 Seiten, glaube ich. Das Ding kann man nicht Strategie nennen. Wer ein strategisches Papier kennt, das ist keins. Das ist peinlich, das ist lächerlich, das wird diesem Namen nicht gerecht. Ich hatte ja schon gesagt, wie wissenschaftsfeindlich diese Sicherheitspolitik gelebt wird. Alle, die irgendwie Ahnung hatten, haben gesagt, das Ding hat doofe Ohren. Aber es ist genau so rausgekommen. Ja? Die Politik weiß es besser, das BMI weiß es besser. Gut, dann haben wir dieses peinliche Dokument und sagen, das ist unsere Strategie für Deutschland. Das Ding müsste mal wirklich zu einer Strategie aufgepimpt werden und dann noch den defensiven Anteil beigesteuert und dann ist das auch ein astreines Setup. Aber solange das nicht kommt, können die da rumeiern, so viel sie wollen, das bringt nichts. Die ganzen Gesetze, die schon definiert wurden oder gerade in Arbeit sind, wäre ja schick, wenn man die mal evaluieren würde,
so wie es sogar manche Gesetze vorsehen, und auch tatsächlich eine Kompetenz an den Tag legt und Experten mit dazu holt und sagt, wir haben diese ganzen Dinge so und so definiert, wir haben die und die Gesetze erweitert, wir haben da und da noch die Sicherheit erhöht, dafür aber die Freiheit gekürzt. Was ist denn jetzt der Impact? Was haben wir davon? Also ist dadurch wirklich die Sicherheit besser geworden? Hat das im Verhältnis zur Freiheitsberaubung, die wir damit vorgenommen haben, eigentlich auch wirklich einen Mehrwert dargestellt? Ist es gerechtfertigt? Diese Evaluierung gibt es nicht oder es gibt sie nicht öffentlich zu lesen. Wenn man nachfragt bei der Bundesregierung, heißt es, ja, da evaluiert haben wir das alles. Ja, und wo sind die Ergebnisse? Oh, das ist geheim klassifiziert, das hätte ja dann irgendwie, das ist gefährlich. Teile dieser Informationen könnten die Bevölkerung, my ass, weißt du? Solange ich das nicht sehe, solange es Experten nicht sehen, solange es wissenschaftliche Analysten nicht sehen, sage ich, es gibt's nicht. Den Beweis sind sie uns schuldig. Ja? Wenn ich also Sicherheit versus Freiheit versus diesem gesamtweltweiten Impact nehme, dann möchte ich auch wissen, macht das Sinn, macht es keinen Sinn? Dann möchte ich auch wissen, dass Experten das analysiert haben und sagen, jo, passt. Wir brauchen aber noch diese und jene Stellschräubchen mehr. Was sie im Moment gemacht haben, ist, das IT-Sicherheitsgesetz 1.0 ist ins Leben gerufen worden. Das ist auch grundsätzlich sinnvoll. Da steht wirklich viel Gutes drin. Aber keiner weiß so richtig, wie viel davon jetzt so richtig geiler Scheiß ist und wie viel davon so, na, geht so, könnte man noch optimieren. Aber irgendwie sind alle mit ihrem Wünsch dir was dahin gegangen und haben gesagt, ja, und dann müssen wir noch jeder, der unberechtfertigt irgendwie ein System anfasst, gleich verklagen und schwere Straftat. Jeder, der irgendwie einen Sack Reis in China umkippen lässt, schwere Straftat. Also zum Beispiel dann die Straftaten von 3 auf 5 Jahre bis zu verlängert, hat den kleinen Nebeneffekt, dass wenn man Dinge bis 5 Jahre auslegt, man auch zum Beispiel mit einem Staatstrojaner-Einsatz denjenigen observieren und unterwandern kann. Das heißt, sie haben also durch eine Hintertür beispielsweise den Staatstrojaner ganz schön erweitert in seinem Einsatzszenario und viele, viele andere komische Dinge in dieses IT-Sicherheitsgesetz 2.0 geschrieben, wo selbst Lobbyverbände gesagt haben, das hat ein bisschen doofe Ohren, das ist ein bisschen viel, weil wir sollen hier Takedown von Servern oder Unterbindung von Accounts, Bereitstellung von Kundendaten machen, die Leute können einbehalten werden und müssen ihren Account bereitstellen und die Ermittlungsbehörden dürfen in seinem Namen weiter fingieren. Da steht also echt komisches Zeug drin. Ich empfehle euch diesen Referentenentwurf vom IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Netzpolitik.org hat den ja veröffentlicht. Die demokratische Bundesregierung war der Meinung, dass die Bevölkerung das lieber nicht sieht und mitdiskutiert. Es gibt diesen Prozess nicht, dass wir das erhalten. Wir erhalten das erst, wenn es eigentlich schon fast verabschiedet ist. Das heißt, wir werden an dieser Gesetzesdiskussion erst beteiligt, wenn der Drops gelutscht ist. Das ist zu spät. Insofern bin ich jemandem wie Netzpolitik.org wirklich, wirklich dankbar dafür, das bereitzustellen, dass man reingucken kann, dass man weiß, was in den Köpfen von den Leuten vorgeht, was für einen hanebüchenen Unsinn, die sich da aus den Rippen schälen oder was uns demnächst belasten wird. Ja? Genau dasselbe haben sie mit dem Verfassungsschutzgesetz gemacht. Da sind ja irrsinnigste Erweiterungen für den Verfassungsschutz vorgesehen. Die wollen von 3.000 Mann auf 6.000 Mann steigern. Also noch die doppelte Menge von diesen komischen Leuten im Einsatz haben in Deutschland. Ja, Mahlzeit. Das wird bestimmt doppelgut. Also was bis jetzt halt noch, das ist übrigens auch auf Netzpolitik.org geleakt worden. Insofern auch da nochmal Dankeschön. Das ist wirklich toll. Viele Recherchedinge, die ich tue oder die viele tun, die ähnliche oder gleiche Sachen oder auch Mitstreiter in verschiedenen Teams, leben davon, dass Leute wie Netzpolitik.org diese Dinge verbreiten. Und der dritte Punkt, den ich jetzt als Beispiel hier aufgebracht habe, internes Eckpunktepapier mit 4-Stufen-Plan, das Scheißding ist noch nicht öffentlich. Aber da stehen ganz spooky Dinge drin. Dieser 4-Punkte-Plan beinhaltet Stilllegen von Internetleitungen und Servern, wenn von denen eine Cyberattacke wie auch immer ausgeht. Naja, ich
könnte jetzt als, wenn ich jetzt so Offensive-Angreifer wäre, würde ich sagen, oh, ich kompromittiere hier eine kritische Infrastruktur, mache von da aus ganz fieses Zeug und dann bomben die das weg mit ihren digitalen Waffen. Dann ist Schicht im Schacht. Ja, kann man wunderbar steuern. Ganz so billig funktioniert es auch nicht, aber das wäre zumindest eine der Strategien. Das Zweite, so, also diese vier Stufen, die vierte Stufe ist so, man hackt sich in fremde Netzwerke, man verändert Daten, man löscht Daten. Die Intention ist klar, ja, dieser Bundestagshack, da sind die Daten von den allen geleakt worden, sie wollten sie am liebsten schnell überall entfernt haben. Die Idee ist gut, die Umsetzung ist denn ich könnte auch Daten verändern, Netze hacken und Daten löschen von kritischen Infrastrukturen. Spricht ja nichts gegen, ist ja generell in dem Eckpunktepapier definiert. Vom Hörensagen. Ja, ich habe das Dokument auch nicht gesehen, aber Menschen, die es gesehen haben, sagten das so. Das heißt, mit dieser Strategie gehen sie wieder zu weit vor und sagen, der Kollateralschaden, dass wir im schlimmsten Fall alles kaputt machen, ja, der könnte vorkommen, aber wir sind ja die Guten, wir sind ja die nicht die Achse des Bösen, wir sind ja der tolle Westen. Also diese Strategie geht halt nicht mehr auf, das glaubt denen keiner. Aber das ist das, was sie in den Raum stellen, das ist das, was dieses Eckpunktepapier zeigt. Und das ist eben das, was auch wieder unevaluiert ist, unklar, warum diese Gesetzeslage so ist, warum haben sie diese Maßnahmen definiert, was ist die Idee und die Intention dahinter. Insofern wäre dieses wissenschaftsfeindliche Setup an Sicherheitspolitik in Deutschland echt mal irgendwie anzugehen. So, den letzten großen Kracher, den ich als Beispiel aufführe für die Sicherheitspolitik in Deutschland und das wünscht ihr was vom BMI, nachdem so Vorbilder wie Australien gesagt haben, ja, verschlüsselte Messenger-Texte, die werden exfiltriert, Punkt. Wir nutzen dafür so etwas wie Staatstrojaner, Backdoor, wir zwingen den Anbieter, pief egal, das ist inzwischen schon durch. Und die Deutschen haben halt gesagt, das können wir auch. Wir wollen jetzt irgendwie alle Messenger dekrypten können. Und zwar, und das ist wieder dieses schöne Juristen-Beamtendeutsch, auf richterliche Anordnung Chats in lesbarer Form an Behörden geben. Stellt man sich das vor, ja, Behörden wollen auf richterliche Anordnung diese lesbare Form übergeben bekommen. Da denkt man gleich irgendwie so an diesen Passierschein A38, schön ausgedruckt, dreifache Auslage und dann hingeschickt per Post. Das ist denen dann auch aufgefallen, dass das ein bisschen hirntot klingt. Und im Juni 19 hat unter anderem ein geheimtagender Bundessicherheitsrat diskutiert. Und naja, long story short, ja, man müsste ein Grundgesetz dafür ändern, aber das ist ja für die Sicherheit und das ist sinnvoll. Wer braucht schon Grundgesetze? Es gibt dieses Supersicherheitsgesetz, Sicherheit, und dann ist das mehr als Grundrecht. Was aber die neueste Idee ist, wie sie das verfeinert haben, ist, man nimmt eben diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp, Threema, Signal, pief egal, und sagt eben, naja, wir unterwandern entweder einen durch einen Staatstrojaner und können das dann vor dem Ende eben mitschneiden, oder der Anbieter wird gezwungen, einen dritten Beteiligten in diesen vertraulichen Kanal einzuschleusen und die Authentifizierung zu unterwandern. Und dann gibt es halt einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Kanal und halt noch einen Ende verschlüsselten Kanal. Der hat dann auch nochmal dieses Ende-zu-Ende-zu-Ende halt da. Schöne Idee, Leute, ist auch technisch pfiffig, aber damit habe ich eben auch keine starke Verschlüsselung mehr. Und wenn ich keine starke Verschlüsselung habe, ohne eine Hintertür, heißt das, dass jeder andere das auch unterwandern kann. Dann haben ja durchaus Leute vom CCC anhand des Staatstrojaners gezeigt, wie hirntot und schwachsinnig sowas ist. Und diesen Beweis zeigt man ständig und immer wieder. Aber diese Sicherheitspolitik ist halt wissenschaftsfremd und hat immer diese Vorstellung, aber in diesem Fall echt jetzt wird das funktionieren. So nein, echt nein, immer noch nein. Da werden sogar Experten, die wirklich jeden Tag diese Diskussion führen, Lobbyisten, echt jeder, die kriegen langsam die Krätze und sind schon so sarkastisch geworden, dass man irgendwie sagt, was ist ein schlechtes Jahr? Ja, 2019 ist echt ein schlechtes Jahr. So dieser Zynismus und Sarkasmus ist so inzwischen eine Built-in-Function bei so Leuten. Das geht echt nicht mehr. Also natürlich kann starke Verschlüsselung ohne Hintertüren auch von einer OK, also organisierten Kriminalität, genutzt werden. Natürlich können das auch irgendwelche Terroristen nutzen.
irgendwelche durchgeknallten Einzelfälle, Rechtsradikale, ja, das sind Einzelfälle. Aber der Punkt ist halt, die können genauso Post benutzen, um einen Drohbrief zu schicken oder einen N-Trax oder was auch immer. Die können die Autobahn benutzen, die können LKW in den Weihnachtsmarkt fahren. Ja, ist jetzt ein LKW kriminell, ist die Straße schlecht, ja? Nur weil es Cyber ist, ist es nicht automatisch gefährlich und schlecht. Sie haben Angst vor dem Neuen. Ja, sie betreten wirklich Neuland. So. Manche davon, danke. Sie betreten nur dieses Neuland als Lotusblüten. An denen perlt echt alles ab. Und das ist zum Kotzen. Ja? Die sollten sich wirklich mal die Experten anhören, die Expertenmeinung verstehen. Und dann kapieren sie auch, warum eine starke Verschlüsselung nur ohne Hintertüren funktioniert. Und die Bundesregierung macht beides. Sie fördert starke Verschlüsselung beim BSI und sie unterwandert sie durch die staatlichen Akteure über Bande mit dem BMI. Das BMI ist die Behörde, die dem BSI vorgibt, was sie tun. Das passt nicht. Es passt sowas von nicht, dass ich auch immer wieder mal das Gespräch gesucht habe mit dem einen oder anderen. Und das hier ist jetzt nicht irgendwelches Person-Blaming oder Victim-Blaming. Ich wollte einfach nur mal zeigen, ja, im BMI ist Onkel Lokalhorst irgendwie der Obergockel. Dann gibt es einen Staatssekretär, der für die Informationstechnik zuständig ist. Und dann gibt es einen Abteilungsleiter, einen Referatsleiter und so weiter und so fort. Das Organigramm ist verfügbar. Ich habe jetzt auch nur die vier hier rausgezogen. Es ist so, dass ich teilweise mit diesen Menschen per Du bin. Ich diskutiere mit denen. Die sind wirklich, die sind gesprächsbereit. Man kann mit denen alles besprechen. Die sind nett, die sind menschlich top. Aber sie haben halt eine Agenda und die ziehen die politisch eiskalt durch. Und es führt sogar so weit, dass ich mit jemandem abends ein Gespräch geführt habe und gesagt habe, ey, dieses ganze Zittes, ich krieg irgendwie Krebs an den Augen, dann baut ihr noch so eine Cyberagentur auf, jetzt wird das BSI noch an Hintertupfingen bei Dresden ausgelagert. WTF! Und er sagte nur, naja, deine ethischen Bedenken sind ja durchaus gerechtfertigt und beispielsweise, ja, der demokratische Prozess, Referentenentwurf, naja, das ist noch zu früh, aber du hast recht, eigentlich veröffentlichen wir sowas erst, wenn die Gesellschaft gar nicht mehr darüber diskutieren kann. Nehme ich mal mit, aber an der anderen Stelle kannst du dir auch mal mitnehmen, ist schön dein Vortrag über Ethik, ist auch ganz toll, dass die da ist. Ich finde das auch bewundernswert, aber wir finden genug Leute. Ihr macht zu wenig. Und ich habe gesagt, wie, wir machen zu wenig? Er sagte, ja, ihr macht offenbar zu wenig, weil ihr eben nicht die Leute dazu bewegt, sich darüber Gedanken zu machen. Ich sagte, ja, das ist ein guter Punkt, den nehme ich mal mit, dafür habe ich auch keine Antwort. Vielleicht habt ihr eine Antwort und ihr könnt mit euren Freunden, Kumpels, Kollegen, wie auch immer darüber reden. Ich habe mitgenommen, ich halte mal einen doofen Vortrag und bemühe mich in einer Arbeitsgruppe oder was auch immer, spread the word. Ja? Ist ein ganz wichtiger Punkt, da hat er auch recht. Kommen wir zurück zu Kritis. Was haben wir denn da noch so im Angebot? Das haben wir ja jetzt alles gesehen, was so passieren könnte, was ist Kritis. An einem konkreten Beispiel, ukrainisches Stromnetz ist ja jetzt zu Genüge ausgelutscht, waren 250.000 Leute betroffen, es war zweimal sogar in der Outage da. Die Schadsoftware oder die digitale Cyberwaffe heißt Triton, ist ein passiver Implant, hat eine Remote Access Funktionalität, sprich ein Datenpaket weckt es auf und dann kann man es nutzen. Der Punkt ist halt, es hat die sogenannte Triconex-Anlage angegriffen und das ist ein Safety-PLC. Nicht einfach ein Steuersystem, sondern ein Safety-Steuersystem. Und die Firmware wurde also im RAM gezielt manipuliert, um eine Outage zu provozieren nach SIL3. SIL3, also Safety Integrity Level, ist spezifiziert in IEC-Normen. Und es ist so, wenn man jetzt eine Raffinerie als Beispiel nimmt, das ist mein Beispiel oben links in der Ecke, alle Controls, die man da hat, 89% sind SIL Stufe 1, 9% sind Stufe 2, 2% sind SIL 3. Diese Komponente in diesem ukrainischen Stromnetz war eben klassifiziert als SIL 3 in den Controls. Heißt, das Ding ist schweineteuer, das Ding ist schweine-reliable und echt safe and secure programmiert.
Das hat kontrollierte Abläufe und es ist gute Software. Die ist wirklich gut abgehangen, gut kontrolliert und läuft. Aber sie ist eben auch schweineteuer und SEL 3 heißt so ganz grob, wenn das Ding einen Schaden hat und nicht so funktioniert, wie es soll, kann man 200 bis 400 Menschen töten, weil es eine Explosion oder was auch immer herbeirufen kann. Dass dieses Ding manipuliert wurde, ist sozusagen Absicht, Menschen zu töten, und zwar in dreistelliger Anzahl, wenn etwas an diesem Gerät passiert. Das ist also eine neue Form von Cyberwar oder Cybercrime oder Hackback oder wie man es auch immer nennen mag. Der Punkt ist halt, bei Stuxnet sollte nur die Produktion kaputt gehen. Hier hat man in Kauf genommen, da geht Produktion plus Mitarbeiter kaputt. Ja? Das ist also eine ganz andere Bedrohung für Mitarbeiter, für die Bevölkerung, für kritische Infrastrukturen. Es gab Cyberangriffe in 2017, 18 in der Energiebranche als Beispiel, also die gab es in allen, aber so, dass laut BSI gab es damals dann keine Hinweise, dass es irgendwie erfolgreiche Angriffe gab. Ist also alles gut, aber erfolgreiche Angriffe sind keine Theorie. Inzwischen haben ja genug Leute reale Situationen geschildert oder auch gesagt, was kaputt war. Das ist Fake News. Ja, das ist vielleicht wieder so eine BMI-Info. Ist mir egal, was es ist, aber man hat es eben zum Anlass genommen und gesagt, naja, dieses IT-Sicherheitsgesetz müssen wir weiterentwickeln. Wir brauchen 2.0, noch mehr Vorgaben, Dinge, Sachen, Zeugs und Kram. Gibt diverse andere Angriffe auf Krankenhäuser, auf Flughäfen. Es gab Outages generell im Luftraum. Es gab irgendwie bei den Behörden Probleme, also wirklich jeder Sektor ist betroffen, weil es einfach kritische Infrastruktur ist und genau Relevanz hat. So, was machen wir denn nun damit? Ich habe mal 5 Beispielpunkte aufgeschrieben und gesagt, was wäre eigentlich ganz nett? Ich habe jetzt so lange auf BMI und BSI rumgebasht, glaube jetzt ist klar, Unabhängigkeit des BSI vom BMI in einer geeigneten Form und Art. Anders kann man defensiv nicht machen. Dieses Vermischen mit Offensive sehen wir in Amerika, sehen wir in Israel, sehen wir in England. Das ist Fail by Design. Das sagt einem jeder Experte und das will man auch nicht. Eine strikt defensive Cybersicherheitsstrategie, die mal eine wirkliche Strategie ist, wäre auch ganz schick. Ich habe gesagt, ABC-Waffen sollte man ergänzen mit den digitalen Waffen, also ABCD-Waffen. Vielleicht kommen wir bis Z irgendwann, aber wenn wir alles ächten, was irgendwie scheiße ist, dann haben wir auch viel erreicht im Leben. Und den Punkt kann Deutschland beispielsweise in die Welt raustragen und mitnehmen. Ja? Evaluierung der vorhandenen Gesetze und Maßnahmen. Es ist nicht schlimm, dass sich Gesetze ändern. Es ist auch nicht schlimm, dass Maßnahmen ergriffen werden. Aber es ist schlimm, wenn die inkompetent realisiert werden und dann voll ausgereizt. Oder eben nicht voll ausgereizt und noch mehr Überwachung notwendig ist. Das ist echt der falsche Weg. Und ein anderer Punkt ist vielleicht auch der Bevölkerungsschutz durch das Fixen von Schwachstellen durch Hersteller. Ey, zwingt die mit Produkthaftung dazu. Die haben doch so keinen Bock drauf. Die haben so keinen Bock drauf, dass Leute, die Research machen und Hersteller anschreiben, irgendwie voll mühselig diesen Prozess durchlaufen müssen, während du einem staatlichen Akteur oder diesen ganzen O-Day-Händler nur eine ranzige Mail schicken musst mit ein paar Infos und du kriegst Kohle überwiesen oder Bitcoins. Das funktioniert nur, weil es keine Produkthaftung gibt. Wenn die für ihre Produkte haften müssen, dann sorgen die dafür, dass die nicht kaputt gehen. Das sieht man in der Automobilbranche. Das funktioniert. Ja, das hätte ich gern auch für kritische Infrastrukturen und zwar richtig und weltweit. Kann viel labern, wenn der Tag lang ist. Ich bin genauso wenig Experte wie der andere. Ich mache mir meine Meinung, ich rekalibriere meine Ethik, ich überlege, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Ich habe jetzt das Beispiel dieser Cybersicherheitsstrategie defensiv. Ich habe 3 Beispiele aufgeschrieben. Im Kritisumfeld könnte man beispielsweise Open-Source-Software benutzen oder Quellcode in treuhänderische Verwaltung abgeben. Dann ist es eben nicht so, dass der Hersteller nicht mehr verfügbar ist, diese Firmware oder diese integrierte Embedded-Software halt nicht mehr updatebar ist und kaputt bei Design ist, aber noch die nächsten 20 Jahre in der Produktionsanlage steckt, weil der so eine 5x10x5 Meter große Wasserpumpe in einem Staudamm nicht rausreißt, nur weil die scheiß Software kaputt ist. Das heißt ja ein Versorgungsausfall, bis das Ding wieder ausgetauscht ist und das dauert Monate.
Das ist nicht der Sinn der Übung. Also könnte man damit vielleicht umgehen, kann sich die Politik vielleicht mitnehmen. Keine Bereitstellung von Budgets für die Behörden. Warum sollen die verdammt nochmal O-Days kaufen oder entwickeln können? Ey, wir wollen alles sicher machen und die bauen uns andauernd Hintertüren da ein. Das geht nicht. So. Alle staatlichen Akteure sollten eigentlich auch dazu verpflichtet werden, dass sie das über, in Deutschland beispielsweise, einem unabhängigen BSI an den Hersteller melden. Und wenn man dann noch die Produkthaftung obendrauf setzt, eben auch sagt, ist nicht mehr. Gibt noch mehr Ideen, das ist nur so als Anregung. Für die Unabhängigkeit des BSI noch ein Beispiel. Man kann verschiedene Expertenmeinungen und Optionen evaluieren. Ja, sind einige definiert worden, könnte man alle sich mal angucken. Eine sehr vielversprechende ist, den § 1 vom BSI-Gesetz zu ändern in zwei wesentlichen Punkten. Sie würden wissenschaftlich-technische Erkenntnisse als Grundlage nutzen. Dann ist dieser Hirnfurz mit der nicht wissenschaftlichen Variante vom Tisch. Und sie würden die jeweils fachlich zuständigen Ministerien mit einbeziehen müssen. Dann ist nicht mehr ein BMI wünscht dir was. Dann müssen sie das auch mit den anderen beteiligten Aufsichtsbehörden klären. Und die haben ihre eigene Agenda, als alles zu unterwandern. Das wären durchaus zwei Punkte, die man mal näher beleuchten könnte und vielleicht auch diese vielversprechende Option genauer bewertet und sagt, das läuft. So, damit bin ich am Ende von dem, was ich euch heute mal als Ausblick zeigen wollte. Ich habe jetzt beispielsweise nicht über Attribution oder so gesprochen, kann man also alles befüllen. Ich habe mir zu Herzen genommen, mit ein paar guten Freunden zu sagen, wir machen eine DefensiveCon in der Seabase in Berlin nächstes Jahr, eine zweite, die erste war so eine ganz kleine Runde. Da werden wir also dann ein bisschen was über defensive Strategien oder Möglichkeiten diskutieren und hoffe, dass ihr alle da auch aktiv mitmacht oder eben auch eure Ethik dauerhaft kalibriert und nicht nur auf diesem oder auf dem Event. Danke. Da dies der letzte Talk des Abends in diesem Saal ist, haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Und ich möchte euch herzlich bitten, eure Fragen in die Mikrofone zu sprechen, die unser Mikrofonengel dort im mittleren Gang für euch bereitstellt. Und während ihr zu den Mikrofonen geht, möchte ich noch kurz betonen, dass das Thema kritische Infrastrukturen auch mich sehr interessiert. Und aus diesem Grund haben Honkhase und ich im April 2017 im Rahmen von TUVAT die AG Kritis gegründet. Die Domain findet ihr da ganz unten auf der letzten Slide, wo wir uns als Arbeitsgruppe mit 20, 25 Leuten ungefähr mit dem Thema im Detail beschäftigen, politische Forderungen erarbeiten, mit Behörden sprechen und schaut es euch mal an und spread the word. Da sind die politischen Forderungen, die in Auszügen in den Slides schon dabei waren, nochmal ausformuliert im Detail mit etwas mehr Detailtiefe dabei. Und jetzt bitteschön zur ersten Frage. Ja, hallo, Fukami hier. zum Anfang erstmal vielen Dank für den Vortrag. Eine Sache, die mich ein bisschen, ich würde doch sagen, fast irritiert ist, es gibt gar keine europäische Perspektive dabei. Weil es ist ja so, dass sozusagen das IT-Sicherheitsgesetz ist ein Ergebnis der NIS-Direktive, also dem, was in Europa gemacht wurde. Der Cyber Security Act ist das nächste. Und für die Produkthaftung, das ist ja gerade auf dem Weg, das heißt, da muss man tatsächlich sich auch ein bisschen damit beschäftigen, damit man da auch was erreicht. Das wäre mal das Kommentar. Der zweite Kommentar, den ich habe, ist, ich finde den Begriff digitale Waffen unglaublich schlecht gewählt. Das Problem, wir haben nämlich zwei Probleme. Erstmal verstehen die den Unterschied nicht zwischen einem XSS und einer Remote Code Execution in einer Kritis-Komponente. Und das heißt nämlich zweitens, dass die Leute, die irgendeine Art von Schadsoftware oder so mit sich tragen, eine Waffe mit sich tragen, und wenn die nach ABC und dann D-Regeln da sind, sieht das hier ganz anders aus. Stell dir vor, du würdest hier jemanden haben, der mit einem Stück Plutonium rumhantiert, was hier los ist. Und das ist halt sozusagen, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich sehe das im Alltag in Brüssel, dass die das auf eine Art und Weise benutzen, das willst du echt nicht sozusagen in dem Kontext haben. Ja, vielleicht kannst du noch kurz was dazu. Also, ja, verstehe ich. Das Problem ist, du redest mit Politikern und die verstehen nur harte Worte, wenn sie überhaupt was verstehen.
Die hören nicht auf die Sicherheitsexperten. Und wir, nicht nur ich, haben bewusst diesen Begriff digitale Waffe gewählt, um auch klarzumachen, dass es scheißverdammt nochmal genauso eine beschissene digitale Waffe wie Plutonium ist. Wenn du einen Blackout in Deutschland oder in Europa provozierst, und ich schwöre dir, es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen, wenn du das provozierst und durchziehst, haben wir einen Blackout am Arsch. Und der Schwarzstart wird nicht einfach. Der Wiederaufbau wird Tage dauern, wenn nicht Wochen. Wir haben nach 2 Tagen ernsthafte Probleme, weil Gefrorenes auftaut, weil Supermärkte im Arsch sind. Und wir werden nach 5 Tagen einen Bürgerkrieg haben, und zwar in ganz Europa. Und das ist kein Horrorszenario, sondern scheißverdammte Realität. Und deswegen habe ich 30 Kilo Prepperfutter in meinem Keller gehortet, weil ich inzwischen gar keinen Bock mehr habe, auf diese europäische Politik oder deutsche oder amerikanische zu hören, die den ganzen Tag ankommen und sagen, ey, Cyberwar, wir knallen alle ab. Das sind digitale Waffen und das sind Massenvernichtungswaffen, wenn man das so durchzieht. Natürlich ist der XSS das nicht, aber das kannst du denen doch nicht erklären. Und ich zeig dir auch, dass ein XSS sogar die Vorbereitung ist. Ist die Vorbereitung jetzt nicht schlecht? Vorbereiten dürfen wir alles? Das sehe ich nicht. Hey, du musst ein Mikro nehmen. Während du zum Mikro gehst, vielleicht... Das Problem ist ja, dass dieser Exploit ist ja nicht das, was die Explosion zum Beispiel herbeiführt, sondern es ist weiterer Code. Das ist nicht der Exploit. Ne? Also das heißt, diese Diskussion, die du führen musst, die musst du eben, und das ist halt sozusagen ein Grund, warum ich in Europa bin und nicht mehr in Deutschland mich umtue, ist, weil du in Europa mit Leuten redest, die ein bisschen mehr sozusagen Wert auf Spezialistendiskussionen legen und die NIS-Direktive ja auch an den Stellen, wo sie in Deutschland gut ist, ja nicht gut ist, weil die Deutschen so toll ist, sondern weil man das in Europa so hingebaut hat. Und deswegen, du musst dich auf die, dass das hier so ist, kann ich verstehen, aber ich glaube, dass man die anders unter Druck setzen muss, als denen etwas in die Hand zu geben, was die uns in den Fuß schießen lässt. Weil das passiert. Die werden das nämlich nehmen, und die nehmen es ja jetzt schon, und sagen, na, wenn du hier IT-Security machst, dann möchte ich mal bitte jetzt das Recht haben, dich jederzeit durchsuchen zu können, zum Beispiel. Ja? Also, ich möchte da auch noch mal kurz was zu sagen. Ich bin auch in der Arkredis aktiv. Forschung und Schutz der Bevölkerung ist auch bei A-, B- und C-Waffen möglich. Es gibt Labore, in denen B- und C-Waffen vorhanden sind, um damit Schutzmaßnahmen wie Gasmasken, Schutzanzüge und so weiter zu testen und zu schützen. Und im selben Sinne könnten wir unsere Community, wenn wir es richtig aufziehen, und wir sind proaktiv unterwegs, das zu tun, als ein solches Labor klassifizieren, aufbauen, positionieren von Anfang an. Zwischen eine Ächtung heißt kein Forschungsverbot. Eine Ächtung heißt nur, dass Staaten sich demokratisch darauf einigen, dass sie es nicht einsetzen wollen. Forschung wird weiterhin erlaubt sein, und ich glaube, Honk und ich teilen das, dass wir weiterhin forschen wollen und auch diesen Spielraum uns offen lassen müssen. Nächste Frage, bitte. Ja, Thomas Wiegold, ich befasse mich ein bisschen mit Bundeswehr und äußerer Sicherheit. Ja. Und im Gegensatz zu meinem Vorredner bin ich recht froh über den Begriff digitale Waffen, weil an einem Punkt möchte ich dir vielleicht ein bisschen präzisieren. Ich soll zurückgehen. Okay, dann gehe ich zurück. Was die Streitkräfte angeht, also konkret die Bundeswehr, da gilt bislang die Aussage, über die ich eigentlich ganz froh bin, dass der Einsatz digitaler Mittel den gleichen Regeln unterliegt wie der Einsatz herkömmlicher konventioneller Waffensysteme. Das heißt, die rechtliche Grundlage, ob man eine Rakete abfeuert oder eine digitale Waffe startet, ist die gleiche. Exakt. Damit sind wir in einer Situation, wo wir sagen, außerhalb oder unterhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls müssten wir die Bundeswehr eigentlich erstmal ein bisschen außen vor lassen. Ich weiß nicht, ob es nicht der Debatte besser täte, wenn wir die sehr besorgniserregende Entwicklung, die sich im Bereich der inneren Sicherheit auftut, unterhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls, wenn wir nicht sehen, dass da die eigentlichen Probleme liegen. Deswegen wird ja auch bei dem Hackback darüber diskutiert, BSI oder BND und eben nicht die Bundeswehr. Wenn der große Vaterländische Krieg ausbricht, dann reden wir über andere Regeln, das gebe ich zu, aber wir reden genau über das darunter. Der zweite Punkt,
Leider ist es nicht so, dass atomare Waffen völkerrechtlich geächtet wären. Das wäre schön, es ist nicht so. Chemische Waffen sind geächtet. Ein paar andere, kleinere Clusterbomben, Antipersonenminen sind geächtet. Ich halte das für ein hehres Ziel zu sagen, man möchte eine Ächtung auch digitaler Waffen. Wenn ich aber sehe, dass derzeit die Debatte über KI in militärischen Einsätzen mit UN-Konferenzen läuft, wo auch alle Experten versuchen, zu einer UN, auch nur zu einer UN-Konferenz über eine Ächtung zu kommen, dann bin ich bei dem Thema sowas von skeptisch. Ich halte es nicht für realistisch, dass es zu einer solchen Ächtung kommt. Und so schön das wäre, ich würde es nicht im Moment zur Grundlage der Debatte machen. Danke. Ich habe nur gesagt, wünsch dir was und ich wünsche mir das. Und ich wünsche mir auch, dass atomare Waffen wirklich komplett geächtet werden. Es ist lächerlich, dass sich Deutschland da nicht sauber positioniert. Ja? Aber ich will das genauso für digitale Waffen. Und ich nenne sie auch weiterhin so, weil sie genau das darstellen für mich. Dass man das in manchen Positionen oder Diskussionen anders formulieren muss, d'accord. Dass man manche Dinge auch übers Ziel hinaus formuliert. Ja gut, ich muss auch klappern, damit man mich wahrnimmt. Ich bin auch nur einer. Ich reiß die Klappe auf und versuche mal zu gucken, ob sich was bewegt. Ich habe auch Feedback bekommen, dass diese ethische Rekalibrierung bei vielen Menschen durch das, was ich tue, durchaus eine Wirkung hatte. Dann freue ich mich darüber. Aber das schaffe ich nicht, wenn ich einfach nur sage, naja, hier ein bisschen, da ein bisschen XSS und gut ist. Also von daher, ja, ich überziehe auch ein bisschen. Aber genau. Moment. Fukami, bevor du einen weiteren relevanten Begründungsbeitrag ablieferst, möchte ich einmal kurz fragen, lieber Signal Angel, haben wir eine Frage aus dem Internet? Einen Beitrag. Das ist ein Nein. Dann Fukami, bitteschön. Also, ich möchte nochmal versuchen, dir klarzumachen, warum digitale Waffe ein Scheißbegriff ist. Ja. Ich habe in der Exportkontrolldiskussion vor einigen Jahren, die du vielleicht mitbekommen hast, immer wieder dieses Ding gehabt, dass es darum ging, was ist der Unterschied zwischen einer Idee und Code. Mhm. Und wenn du die dir in bestimmten Kontexten anguckst, gibt es genau gar keinen Unterschied. Punkt 1. Punkt 2 ist, auch wenn du so ein Labor hast, wo du sagst, wir experimentieren mit Code in einem sicheren Environment, sodass Exploits oder digitale Waffen nicht sozusagen rauskommen oder so, drehst du ja, also das Problem, was wir haben, ist ja heute nicht in der Hauptsache, dass Kritis in die Luft geht, sondern dass sozusagen unserem Alltag jedes Kack-Device, was wir haben, in die Luft geht. Das heißt, dieses, wenn du, ne, also die digitale Waffe, die du hast, die gegen ein IoT-Device wirkt, oder wie du selbst gesagt hast, ein XSS könnte eine vorbereitende Handlung zu einem Angriff sein. Ne? Also die Absenkung dessen, was dieser Code oder am Ende die Idee macht, um einen Angriff durchzuführen, der vielleicht auch tatsächlich ein Atomkraftwerk treffen könnte, theoretisch, sorgt nicht dafür, dass du eine höhere Sicherheit erreichst, sondern du wirst genau das Gegenteil erreichen, nämlich, dass du Gesetze kriegst, die sagen, ne, was ich immer als Code-Regulierung begreife, ne, dass sie sagen, du darfst das nicht tun, nicht benutzen, nicht angreifen, nicht auf deinem Rechner haben. Und diese Diskussion habe ich in Brüssel schon geführt mit Leuten aus dem, ne, also hier so ein NATO-nahes Umfeld. Fukami, das ist völlig in Ordnung und du darfst diese Diskussion so weiterführen, aber ich habe auch das Recht, meine Diskussion zu führen. Ich möchte und ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Du kannst, ich rede ja noch nicht mal davon, dass bei dir zu Hause ein IoT-Device umkippt. Das interessiert einen Gasmann und einen Klempner. Aber wenn du halt dafür sorgst, dass beispielsweise alle Sprengleranlagen gleichzeitig aktiviert werden, hast du kein Trinkwasser mehr in diesem Staat. Weil der Druckabfall so hoch wäre, wenn du 1 Million Geräte gleichzeitig aktivierst, dass du einfach einen Versorgungsengpass hast. Und dann hast du auch mit einem lächerlichen XSS in so einer ranzigen Cloud von irgendeinem Hersteller, der 3,50 € Komponenten dir vertickt hat, weil einfach keine Sicherheit drin ist, zu einer kritischen Infrastrukturbedrohung gemacht. Und dann ist selbst dieser ranzige kleine Code, den du da benutzt hast, um ein bisschen Pillepalle kaputt zu machen, eine Bedrohung für die Bevölkerung. Und das ist nicht witzig. Und das ist auch europäischen als auch deutschen Politikern klar zu machen. Du kannst dir die bescheuertsten Systeme zusammenbasteln und sagen, ich greife jetzt an. Und wenn du das gezielt in Kettenreaktionen und Kombinationen machen
machst, dann hast du auch von Kleinigkeiten, die in der Kettenreaktion, das war das, was ich vorhin mit Cyberwirkkette, ja, du manipulierst Wasser, dann sind sie beschäftigt und der Druckabfall macht Panik. Dann gehst du hin und machst einen gezielten Angriff gegen Strom. Und dann hast du irgendwann eine Kettenreaktion. Also ich will jetzt nicht zu viele Szenarien im Detail beschreiben, weil es vielleicht dann eher so Vorlagekonstrukte waren. Das mit dem Wasser waren ein paar israelische Forscher, die das gemacht haben. Nur der Punkt ist, du kannst jede Konstellation von Kleinigkeiten zu einer digitalen Waffe ausbauen. Das ist ein Bausatz an Komponenten. Und wenn du die richtige Mischung hast, und die geht verdammt schnell und einfach unter den Experten, dann hast du da echt ein Problem. Du kannst mit einem kleinen, garstigen Code, der eigentlich gar nicht so wild ist, eine Luftverwirbelung in einem Ventil verursachen und damit eine Störung und damit eine Outage provozieren. Dann hast du eben kein Fließwasser mehr. Das ist bei einer großen Pumpe ziemlich blöd, wenn die einfach monatelang braucht, um ausgetauscht zu werden. Dann ist das kleiner, ranziger Code, der eine digitale Waffe darstellt. Und zwar als Bedrohung für ganz viele Menschen und nicht nur für einen, bei dem so ein popliges IoT-Device zu Hause aufgefallen. Das ist ja alles richtig. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir schon immer wir so geführt haben. Wir sollten Moment, die Diskussion Moment, aber Moment. Abkürzen und vielleicht dann bei einem Bierchen oder bei einer Mate später führen, weil wir sprengen den Rahmen. Aber also danke für die Anregung und ich werde mich auch immer dieser Anregung stellen und auch das diskutieren. Aber dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich möchte Leute mit diesem Talk anregen, die Ethik zu rekalibrieren, diese Dinge zu diskutieren und in Frage zu stellen. Stellt auch mich in Frage. Ich bin kein Experte. Ich sage hier meine Meinung. Ich sage das, was ich mitbekommen habe. Und ich wünsche mir, dass ihr euch alle mitnehmt, dass ihr diese Diskussion auf dem Level führt. Das ist mein Wunsch. Dann habe ich, das wäre super. So. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Talk und diese spannende Diskussion. Ich wünsche euch allen einen großartigen Abend heute auf dem Camp. Trinkt nicht so viel, wie ich und Honkhase leicht trinken werden. Geht früher schlafen als wir beide und sorgt dafür, dass ihr auch morgen noch ein schönes Camp haben werdet. Und ich finde, der Honkhase hat das sehr gut gemacht und sollte noch mal einen großen Applaus bekommen.